Hallo und herzlich willkommen YouTube zu der Auflösung von dem Giveaway, wo ihr 25.000 FIFA 13 Coins für die PS3 gewinnen konntet. Und ja, insgesamt wurden 43 Kommentare abgegeben. Da hier zum Beispiel aber jemand öfters einen Kommentar gepostet hat, sind es insgesamt nur 33 geworden, da auch hier noch ein paar gelöscht wurden. So wie hier. Und ja, die beiden hier halt, ja, 33 habe ich gezählt, ruende.org, mindestens 1, höchstens 33. Und, oh, hier hat er jetzt schon irgendwas gemacht, ich lade die Seite kurz neu. So, 33. Und ja, jetzt haben wir es gerade genau 18 Uhr. Der Gewinner, sage ich jetzt schon mal, hat 24 Stunden Zeit, um sich zu melden. Ich werde ihm gleich eine Nachricht schreiben. Und wenn er sich in diesen 24 Stunden nicht meldet, werde ich die Verlosung einfach nochmal neu starten. So, jetzt gucken wir erstmal. Ich klicke 5 Mal oder sagen wir 10 Mal und der 10. hat dann gewonnen. 1, 2, ja, komm schon. Hey, komm, was los? Oh, dann lade ich die Seite halt nochmal neu. 33, wir machen es jetzt einfach. Die erste Zahl, die kommt, die hat gewonnen. So. Die Nummer 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hamse El oder Albermani. Ja. Er hat halt jetzt die 25.000 FIFA Coins gewonnen. Vor 52 Minuten war er noch aktiv. Wir schreiben ihm jetzt eine Nachricht. Giveaway. Auflösung. Hey, du bist der glückliche Gewinner. Der, oh, 25k FIFA 13 Ultimate Team Coins. Bitte stelle einen Spieler auf den Markt für 25k und gebe mir die Daten des Spielers. Insgesamt hast du 24 Stunden Zeit zu antworten. Mit freundlichen Grüßen. Highskill. So, hey, du bist der glückliche Gewinner der 25k FIFA 13 Ultimate Team Coins. Bitte stelle einen Spieler auf den Markt für 25k und gebe mir die Daten des Spielers. Insgesamt hast du 24 Stunden Zeit, mir zu antworten. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ja, das habe ich schon gelesen. Ja, das war noch zum Giveaway. Und ja, das war's dann fürs erste. Das war halt die Auflösung vom Giveaway. Ja, die Übergabe erfolgt dann in einem nächsten Video, das, ja, wenn er sich meldet und mir die Daten sagt, dass ich dann den Spieler oder die Übergabe auch aufnehme und es dann auch hochlade als Beweis, dass, ja, ich kein Betrüger bin, wie so manche im Forum behauptet haben, ja. Egal, also das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.